Hallo, ich bin der Engelbrecht und ich lese jetzt aus meinem Buch Charlie hat den Hut auf vor. Wer mehr wissen möchte, der sollte sich auch noch Folge 1 dieses Videos anschauen. Der Engelbrecht kreuzt auf. Total original, es ist Brat, der wie Snacken. Total original, das läuft all better. Total original, sie sind all von den Socken. Total original, das läuft all better. Das hier ist Charlie, die eigentlich Charlotte heißt. Sie fragt sich, wer sind denn eigentlich die da oben und wer hat eigentlich den Hut auf? Mit ihrer Freundin Desiree, ganz vielen Hüten und einem magischen Spiegel machen sie sich auf eine Zeitreise durch Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt möchte ich aber mal einen von deinen selbstgemachten Hüten aufsetzen, Desiree. Passiert denn das gleiche wie bei dem Helm? Stell dich vor den Spiegel und probier es aus, Lotte. Ich mag nicht, wenn du mich Lotte nennst. Ist klar, Lotte. Desiree, Menno! Hier, probier den mal. Das ist ein Hut von einem Hanseaten. Wie gut ist dein Plattdeutsch? Hanseaten? Plattdeutsch? Fässer. Alles voller Fässer. Und dazu der Geruch von Fisch. Das sind die ersten Eindrücke, die Charlie überrollen, nachdem sie vor dem Spiegel die Augen wieder aufgemacht hat. Sie schaut an sich herunter. Sie trägt einen breiten, weißen Spitzenkragen und bunte, prächtige Kleidung. Darunter kommt ein dicker Bauch zum Vorschein. Ihr Kopf juckt unter dem samtenen Barett, das sie aufgesetzt hatte. Vor ihr steht ein Mann und redet unentwegt auf sie ein. Du sech hey Sülps, dann ist Likas wohl die erste Wahl. So'n Gaudenfang hem wie lang nicht hat. Das kann sie hei sich doch nicht entgegenladen, Herr Kaufmann. Was sech hei? Unsicher schaut sich Charlie um. Keine Desiree weit und breit. Nur ein alter Mann mit einem Lederhut hinkt in ihre Richtung. Er zwinkert ihr zu. Na Kaufmann, was sagst du zu der Ware? Desiree, was für eine Ware? Was will der Mann von mir? Und warum spricht er so komisch? Das ist ein Fischhändler. Er hat dich gefragt, was du von seinen Fischen hältst und ob du sie kaufen willst. Was soll ich denn mit Fischen? Was sagt der nun, mein Herr? Und, was sagst du nun, mein Herr? Grinst Desiree Charlie an. Alle Kaufleute rings um die Ostsee haben miteinander Englisch, Dänisch oder Plattdeutsch gesprochen. Das klang sehr ähnlich. Und hier bei uns haben die Leute Plattdeutsch gesprochen. Keine Angst, ich bin ja da und übersetze dir, was gesagt wird. Nix! Ich will die Fische nicht haben, Desiree. Dann sag ihm das. Na wie denn? Sag ihm, dass du bloß schauen willst. Und wie sagt man das? Lass heim mal Gaut ziehen, ich will mal bloß Eis kicken. Etwas nervös dreht sich Charlie wieder zu dem Händler. Atmet tief durch und sagt ihren ersten eigenen Satz auf Plattdeutsch. Lass heim mal Gaut ziehen, ich will mal bloß Eis kicken. Der Fischhändler schaut enttäuscht, aber sagt dann freundlich, as heilat will, Herr Kaufmann, und wendet sich dem nächsten Kunden zu. Charlie und Desiree gehen ein Stückchen. Desiree, warum wollte der Mann mir Fisch in Fässern verkaufen? So viel kann doch keiner essen. Und ich esse sowieso nur Fischstäbchen. Lotte, du musst wissen, dass die Hanse ihr Geld auch mit dem Hering aus der Ostsee verdient hat. Der Handel mit diesen leckeren silbernen Fischen ist ein Grund für den Reichtum der Hansestädte. Man nannte den Hering auch das Silber der Ostsee. Wenn man ihn in Salz einlegt und in Fässer tut, dann kann man ihn lange lagern und transportieren. Den Hering haben sie so in diesen Fässern sogar bis nach Bayern gebracht. Die Hanseaten haben aber auch mit anderen Dingen gehandelt. Billig kaufen, teuer verkaufen. Das war das ganze Geheimnis. Dann stehen sie mitten auf dem Marktplatz. Hier herrscht buntes Treiben. Was machen denn die ganzen Tiere in der Stadt, Desiree? Pferde, Ziegen, Schweine, Geflügel, alles ist auf dem Markt. Es ist ein ziemlicher Krach. Das, Lotte, ist der Bauernmarkt. Charlie rümpft die Nase. Das soll ein Markt sein? Das sieht ja aus wie auf einem Bauernhof. Und es riecht auch so. Hier gibt es die frischen Lebensmittel für die Bewohner der Stadt. Es gab noch keinen Supermarkt, weißt du? Und die ganzen Tiere? Naja, früher haben die Leute selbst geschlachtet. Ist doch praktisch, wenn dein Essen mit dir nach Hause läuft, oder? Dann hast du die Hände frei für das Gemüse. Das ist ja furchtbar, die armen Tiere! Wieso, isst du keine Wurst? Doch, aber die kommt doch aus dem Laden, Desiree. Also muss für deine Wurst kein Tier sterben, oder was? Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Solltest du aber mal. Woher kommt das Essen aus dem Supermarkt? Wäre doch auch mal spannend für eine Projektwoche in der Schule, oder? Ja, vielleicht. Aber wer hat hier eigentlich in der Hansestadt den Hut auf? Gibt's ja auch eine Regierung? Ein Rat aus Kaufleuten. Hast du gemerkt, dass der Fischhändler dich immer mit Herr angesprochen hat? Du siehst aus wie ein Hansekaufmann. Kaufleute dürfen im Rat der Stadt sitzen und die Stadt regieren.
Die Fischer lieferten Fisch, Salz brachten die Händler aus fernen Gegenden, die Böttcher bauten Fässer, die Bootsbauer bauten aus Holz immer größere Schiffe, die Schmiede machten Werkzeug, Rüstungen und Waffen und die Wächter passten auf, dass keine Räuber oder Diebe in die Stadt kamen. Räuber oder Diebe? Na klar, Charlie, denk doch mal nach. Mitten im armen Sumpfland der Slawen wachsen plötzlich reiche Städte heran. Die Händler nehmen den Bauern das Land weg und bleiben. Und dann? Naja, auch die Adligen, die mit Königen, Herzogen und Mönchen in das Land gekommen sind, bauen sich Rittersitze, die sie um ihren Hof mit tiefen Wallgräben schützen. Diese Ritter wollen Abgaben von den Dorfbewohnern haben. Wer nicht genug zahlen kann, verliert sein Land und muss darauf für den adligen Herrn arbeiten. Wer wegläuft, der wird hart bestraft. Aber das ist doch gemein, empört sich Charlie. Genau. Desiree flüstert jetzt. Und dann? Dann siehst du immer wieder die fetten Schiffe und großen Pferdewagen der Hanseaten und denkst dir, was habe ich noch zu verlieren? Wie meinst du denn das? Na, viele haben sich zu Banden zusammengetan und die Kaufleute überfallen. Oder sie haben nachts falsche Leuchtfeuer am Strand angezündet und so die Schiffe auf die Sandbänke gelockt. Je mehr Leute Hunger hatten, desto gefährlicher wurde es außerhalb der Städte. Und wer nichts mehr zu verlieren hatte, der ist Seeräuber geworden. Denn wer da erwischt wurde, wurde geköpft. Außerdem ist das Meer voller Gefahren für einen glücklosen Piraten. Echt? Ist ja voll krass. Der berühmteste Pirat der Nord- und Ostsee war Klaus Störtebeker. Kenn ich, der hat auch ein Bier erfunden. Quatsch, Lotte, wer hatte denn das? Aber weiter kommt Desiree nicht. Hab ich da gerade den Düvel seinen Namen gehört? Kommt eine wütende Stimme aus der Nähe. Der Düvel hat mir eins weggenommen. Kiek die da dann her. Er hätte mir das Bein aufschlagen und den halben Arm. Ich hab mit ihm gekämpft, Auch in Auch her. Und nun bin ich ein Kribbel, ein Bettelmann. Eine schmutzige Gestalt in Lumpen humpelt mit seinem Holzbein auf die beiden zu. Eine Hand ist verstümmelt und er rudert beim Laufen wild damit herum. Desiree wirft ihm schnell ein paar Münzen zu und die beiden gehen hastig um eine Hausecke und setzen ihre Mützen ab. Sofort stehen sie wieder in Desirees Werkstatt. Puh, das war gruselig. Was wollte der Mann, Desiree? Das war ein Bettler. Er hat behauptet, er habe mit Störtebeker Auge in Auge gekämpft. Aber eigentlich wollte er sich ja nur Geld von uns erbetteln. Also hatte die Hanse früher bei uns den Hut auf, Desiree? Mal so, mal so. Die Dänen und die Hanse haben sich immer gestritten, wer in der Ostsee den Hut auf hat. Eine Zeit lang haben Dänenkönige und die Hanse sogar die Piraten für sich arbeiten lassen. Das war die Zeit, in der die Piraten mal den Hut auf hatten. Aber irgendwann gab es so viele Seeräuber, dass kein Handelsschiff mehr fahren konnte. Klar, dass sich die Hanse mit den Dänen dann gegen die Seeräuber zusammengetan hat, oder? Wären die Hanse und die Adligen nicht so gierig gewesen, hätte es dann überhaupt Seeräuber gegeben? Das, liebe Lotte, ist eine der wichtigen Fragen, die uns die Geschichte aufgibt. Ich heiße nicht Lotte. So. Kannst du mir bitte sagen, wie spät es ist? Ich muss nämlich mal nach meinen Eltern schauen. Darf ich nach dem Mittag wiederkommen? Es ist kurz nach 12. Klar kannst du wiederkommen. Heute ist eh nicht viel los im Geschäft. Charlie schließt die Wohnungstür auf. Hallo, ich bin wieder da. Der Fernseher läuft immer noch. Charlie schaut ins Wohnzimmer. Hallo? Hallo Schatz, Essen ist im Kühlschrank. Stell es in die Mikrowelle, dann können wir schnell was essen. In der Küche, vor dem Kühlschrank, denkt Charlie kurz. Gut, dass ich nicht erst noch ein Huhn schlachten muss fürs Mittagessen. Sie macht die Packung auf und stellt die Schale mit dem Frikassee in das Gerät. So, ich hoffe, das Kapitel mit den Piraten hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, ein Projekt zu machen mit Charlie, dann nehmt doch Kontakt über den Heimatverband oder über meine Website mit uns auf. Dort kann man auch ein Handout bekommen mit praktischen Tipps und Spielen für die Umsetzung. Und jetzt gibt's passend zu dem Kapitel nochmal ein Piratenlied auf die Ohren. Der eine ist gern rote Grütze, du magst sie eher nicht. Ein anderer ist gern ganze Schweine, ein anderer eher nicht. Die eine mag nur süße Sachen, die andere gern Salat. Der eine steht auf Kieler Sprotten, der andere auf Tartar. Egal was du isst, egal wer du bist, wir alle haben Hunger, haben dich am Tisch vermisst. Egal was du isst, egal wer du bist, wir alle haben Hunger, haben dich am Tisch vermisst.